Hallo und herzlich willkommen zu einer Black Ops Commentary in dem Modus Stock und Stein. Entschuldigung, das Husten. Ich werde dieses Spiel nicht gewinnen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut. Die Endstats verrate ich jetzt mal nicht, dann das wäre jetzt zu viel, was ich so gesagt hätte. Am Anfang da mache ich jetzt nicht ganz so viele Kills. Aber hier der erste Tomahawk. Das war hier immer so eine Sache, weil ich habe dreimal in dem ganzen Spiel einen Tomahawk bekommen und ja, habe dadurch auch dann ziemlich viele Punkte verloren. Mit dem Ballistic Knife renne ich was öfter rum und mache damit Kills. Ist einfach der einfachste Weg, Punkte zu kriegen. Einfach zu knifen. Mit dem Ballistic Knife geht das auch ziemlich gut. Jetzt bekomme ich hier noch einen Hit. Und der erste Gegner. Und meine erste Tomahawk. Heißt 0 Punkte. Mit 0 Punkten in Geld drängen ist natürlich auch nice. Und was ich hier noch besprechen wollte, sind die neuen Wetteinsätze hier in Black Ops. Also jetzt setzt man ja nicht mehr 500 Punkte ein, sondern 3000, kann somit auch mehr gewinnen, aber auch viel mehr verlieren. Hier habe ich schon die zwei Sticky Bolzen bekommen. Auf jeden Fall, ich finde das jetzt persönlich eine gute Sache mit dem Gewinnen. Nur ich werde kein Prestige mehr machen und verdiene so natürlich mehr Geld. Aber wenn man zum Beispiel eine schlechte Internetleitung hat oder ständig Disconnects bekommt, fliegt man aus dem Spiel und hat somit seinen 3000 COD-Dollar verloren. Mit den 500 war das dann immer ein bisschen lächerlich. Man verdient ja bei einem guten Sprengkommandospiel ja, glaube ich, 3000. Hier eine geile Tomahawk, wie ich fand. Eine Dropshot Tomahawk. Den komme ich wieder ein Hit und jetzt auch ein Direct Impact Kill. So, habe ich hier gewartet, den geneift und weiter nach oben. Die Stats sind momentan 18 zu 2 in einem Sticks and Stones Spiel und da war eine Tomahawk, die ich gesehen habe und das wäre jetzt so eine Sache, wie ich den getötet habe. Ja, erstmal nicht getroffen und da auch nochmal ein Knife. Der Tomahawk wieder eingesammelt und den da oben geknifed. Wieder runter, wieder hoch und meine Tomahawk. So. Dann strenge ich mich jetzt nochmal an. Hab da unten einen gesehen, will oben nicht getötet werden, renn hier hin und niemand ist da. Dann auf der anderen Seite auch niemand da. Und ich krieg wieder ein Sticky. Kurz auf die andere Seite. Da oben habe ich sie nicht mehr erwischt. Und jetzt hier nach oben. Eine geile Position. Hier erstmal die Tomahawk. Er hat es auch nicht anders verdient. Und da auf der... U direkt der nächste. Bekomme ich auch noch den Kill. Dann hier die Tomahawk wieder ein. Da sehe ich, einer kommt. Und treff nicht. So, die Tomahawk eingesammelt. Den gekillt und den mit dem Ballistic Knife. Das fand ich so ziemlich ein Glücksgefühl, als ich das geschafft habe. Da hinten ist noch einer, der wird da auch mit der Tomahawk getötet. Und da hinten. Pam! In your face, bitch. Der hier noch. Und ich glaube noch einer. Oder auch nicht. Hätte ich gerne gehabt, weil das war der erste. Jetzt habe ich 400 Punkte. Den hier noch erwischt. Und den geneift. Dam, ta, dam. Da noch der. Das war der erste. Und jetzt bekomme ich einen Tomahawk ab. Richtig schwul, scheiße. Ja, ich glaube, das war's dann auch mit dem Spiel.
Ich hatte Stats 35 zu 4 und bin nicht in den Geldrängen. Das war's. Ciao.